Also das, was wir gesagt haben, unterstreicht damit der Aussage. Finde ich gut. Ja, guter Punkt. Safe. Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ein weiteres Reaction-Video mit dem guten Alyosha von Alyosha und Yannick, aka WhoCase und Kassel auf Instagram. Wir schauen ins nächste Video rein und zwar haben wir uns da eins von Burak rausgesucht, der wohl ein Anfänger-Tutorial, beste Shisha für Anfänger gemacht hat. Wir sind gespannt, was er zu sagen hat. Wir schauen einfach mal rein. So, wir gucken mal rein. Ich bin sehr gespannt. Was ist das für eine Pfeife? Ich würde sagen, irgendeine The Hookah oder so. Diamond könnte vielleicht das auch noch. Diamond? Nee. Nee. Also müsste ich noch die Base sehen, aber nee, von der Rauchsäule her würde ich nicht sagen. Ja. Man sieht auch keine Ehrenzange oder so, aber dafür zwei? Zwei Zangen? Doppelt hält, einen für den Tabak, einen für die Kohle. Boah, hoffentlich nicht. Wir schauen mal, was der Burak so zu Leute, was die beste geht ab? Hier ist wieder euer Burak Angelov. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Frage, was ist die beste Shisha? Doch bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich kurz was... Bevor er diese Frage beantwortet oder das, was er davor beantworten will, beantwortet, habe ich was zu sagen. Die beste Shisha gibt's nicht. Es gibt die beste Shisha für genau dich, aber es gibt nicht sowas wie die beste Shisha. Wie zum Beispiel vorhin, wir hatten die Wahl zwischen Alpha und First. Und ich hätte gesagt, ich glaube, ich würde eher die First nehmen. Und Ali meinte, er würde eher die Alpha nehmen. Was ist jetzt die perfekte Shisha? Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was uns der liebe Burak erzählt. Zu meinem Lebenslauf erzählen. Ich habe vor 4 Jahren mit Shisha-Videos angefangen. Da war ich 19 Jahre alt. Mittlerweile bin ich 23. Und ich habe damals halt Shisha-Tabak probiert, weil ich halt... Ja, ich war drin in dieser Shisha-Szene. Und ich dachte damals, dass ich mich gut auskenne. Aber Leute, jetzt nochmal 4 Jahre später kenne ich mich deutlich besser aus als damals. Damals dachte ich, dass ich mich gut auskenne. Aber es war nicht, ja, ich würde nicht sagen, ich kannte mich nicht aus, aber ich habe auf jeden Fall mehr Wissen gesammelt. Viele fragen sich ja, was ist die beste Shisha? Leute, ich kann euch diese Frage nicht beantworten. Soll ich euch sagen, warum? Wir müssten erstmal die Frage klären, was ist die beste Shisha für euch? Es gibt okay, also hat er recht? Hat er schon mal genauso gesagt wie ich gerade. Bin ich dabei, Burak, bin ich dabei. Es gibt Leute, die achten auf Rauch, dann gibt es Leute, die achten auf Geschmack. Da gibt's Leute. Okay, jetzt hat er mich verloren. Oh, same. So, Digga, Rauch und Geschmack. Ohne Rauch gibt's nicht so viel Geschmack. Und die Shisha hat nicht unbedingt was mit dem Rauch zu tun. Ja, safe. Also Pfeife aus Edelstahl, dicht und gewisses Mindestmaß an Durchzug und dann ist die Pfeife egal. Ab diesem Punkt ist die Pfeife egal. Dann gibt es noch Spielereien, schöneres Ausblasen, schöneres Design. Danach ist halt einfach wurscht. Gehst du mit der Aussage? Definitiv. Okay. Das Minimum muss erfüllt sein. Danach Kopfbau und ich denke, das werden wir jetzt gleich auch nochmal ansprechen. Ja. Worauf legst du Wert? Wenn du auf beides Wert legst, dann kann ich dir weiterhelfen. Ich kann dir sagen, worauf du achten solltest bei der Shisha, was wichtig ist und wo du relativ gute Ziele erreichen kannst, beziehungsweise guten Rauch bekommen kannst, plus guten Geschmack und wo du sogar Geld sparen kannst, bevor du dir irgendwelche unnötigen, teuren Sachen kaufst. Also, damals war es ja so, es gab sehr, sehr viel Auswahl an Shisha und es gab sehr viel teure Shisha, okay? Die teure... Heute nicht mehr? Ich wollte gerade sagen. Also es gibt noch viel, viel mehr. Auswahl, definitiv viel, viel mehr Auswahl. Es gibt viel bessere günstige Pfeifen. Ja. Und es gibt viel, viel mehr mittel- und hochpreisige Pfeifen. Ich würde tatsächlich sagen, dass diese Einstiegsstufe von den günstigen, aber qualitativ doch hochwertigen Pfeifen, aber gewachsen ist. Also da sind viel, viel mehr Alternativen als damals. Ja, safe. Für den Einsteigerpreis. Die teuren waren, glaube ich, ab 200 Euro. Das waren die krassen. Meine unter anderem auch, die Armageddon damals. Ich dachte, okay, gut, je teurer die Shisha ist, umso besser wird sie sein. So war mein Gedanke. Heute ist es... Damals wie heute, MVP 360, eben das Beispiel, und du bist dabei. Anders. Heute kann ich euch sagen, ihr müsst schon ab... Ja, ich sag mal so, ich glaube, so diese Amy Shisha gibt es noch mittlerweile ab 80 Euro ungefähr. MVP 360. Definitiv auch schöner, viel schöner. No front, aber... Da muss ich halt kurz dazwischen springen. Ich bin bei dir, aber es ist halt Geschmackssache. Ja, safe. Vielleicht denkt sich irgendjemand auch so, boah, geil, ich will so eine Luna, die drei Beine hat und so eine Herzbowl, finde ich geil. Aber die MVP kostet halt noch 16 Euro weniger und du hast auch alles dabei. 80 Euro gibt es schon in Amy Shisha, gab es damals auch übrigens. Wobei, was jetzt der Unterschied ist, Leute, heutzutage ist fast jede Shisha aus Edelstahl. Das bedeutet, ihr habt bessere Qualität und der Geschmack bleibt nicht in der Shisha haften. Das ist der große Pluspunkt.
Der Geschmack bleibt nicht haften. Wenn ihr irgendwo eine günstige Shisha seht, dann fragt vorher erst nach, ob es Edelstahl ist. Sonst würde ich mir das nicht kaufen. Ich sage euch ehrlich, Also das, was wir gesagt haben, unterstreicht er mit der Aussage. Finde ich gut. Ja, guter Punkt. Safe. Das heutzutage nicht kaufen, bevor ihr euch euer Geld verschwendet und die rosten auch irgendwann und so. Deswegen holt euch lieber Edelstahl. Da macht ihr nichts falsch. Genau, kriegt ihr ab 80 Euro, glaube ich schon. Wenn ihr wirklich richtig top Shisha haben wollt, dann müsst ihr zwischen 100 und 200 Euro investieren. So ist das nun mal. Aber bedenkt, wenn ihr euch eine Shisha holt, dann könnt ihr das mehrere Jahre problemlos rauchen. Vor allem jetzt, weil es eben Edelstahl ist. So wie meine zum Beispiel. Das ist die Infi. Ich habe, glaube ich, seit 180, 170, sowas. Mit Molassefänger könnt ihr noch dazu holen. Infi Tesseract kostet 150 Euro. Edelstahl. Ist aus Edelstahl. Okay, ja, dann ist das diese hier wohl. Holen müsst ihr nicht. Aus Gold, ist aber halt Edelstahl. Genau, so viel zu der Shisha. Wie gesagt, achtet drauf, dass es Edelstahl ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich über die Jahre gelernt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, fast alle Shisha sind heutzutage aus Edelstahl. Deswegen sollte das kein Problem sein. Ansonsten, scheiß drauf, wer für welche Shisha wirbt. Alle Shisha sind gut. Alle Shisha sind gut. Ihr werdet mit allen Shisha zufrieden sein. Viele? Ja. Es gibt mittlerweile viele, gerade wenn du eine Edelstahlpfeife holst, sind viele echt okay. Aber ich würde mich nicht in einem Video hinstellen und sagen, Digga, wenn du dir eine Edelstahlpfeife holst, bist du zufrieden. Ihr könnt euch auch eine 80 Euro Shisha holen. Ihr werdet keine Probleme haben. Es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt eine 80 Euro oder eine 200 Euro Shisha holt. Das macht keinen Unterschied, glaubt mir. Also ich meine, du kannst mit beiden lange rauchen, du wirst aus beiden guten Rauch und Geschmack holen. Wäre ich mit einer Aeon Edition 4 Lounge zufriedener als mit einer MVP 360? Ja, ist die MVP 360 trotzdem top und vor allem für den Preis legendär? Safe. Das ist einfach nur die Marke. Das ist wie wenn du ein schwarzes T-Shirt holst, da steht Balenciaga drauf, zahlst du das zwar. Also gerade der Shirt-Vergleich ist halt auch so. Ich kann mir auch ein, 2 Euro Fruit of the Loom schwarzes T-Shirt holen oder ein 50 Euro Peso-Shirt. Das Peso-Shirt ist halt safe nicer. Ja. Kleiden mich beide für einen gewissen Zeitraum? Safe. Heißt aber nicht, dass ich nicht vielleicht doch irgendwie dann Bock auf das Peso-Shirt habe. Das ist eine wirre Aussage, weil den Sinn der Aussage trifft er damit nicht. Ja, finde ich. Also der Vergleich ist für den Arsch. 20-30-fache, obwohl es einfach nur ein schwarzes T-Shirt ist. Wenn du von Nike holst, hast du halt eben weniger. So ist das. Es ist und bleibt aber ein schwarzes T-Shirt sozusagen. Versteht ihr? Deswegen scheiß drauf, welche Marke das ist. Ob es jetzt irgendwie so eine angesagte Marke ist oder so. Es kann sein, dass es an der Qualität natürlich Unterschiede macht. Okay? Müsst ihr auch bei euch selber wissen. Ob euch Qualität wichtig ist oder ob ihr sagt, okay, ich hole lieber eine günstige. Habt dafür Edelstahl ist auch nicht schlecht. Also die sind nicht schlecht. Ist jetzt nicht so, dass die jetzt kaputt gehen dieses Jahr oder so. Nein. Ich glaube, die Grundidee vom Video ist ganz nice. Aber er springt da irgendwie durch die Gegend, widerspricht sich dann selbst. Das ist das Problem. Ich glaube, er will das Richtige sagen, kriegt es nicht rübergebracht. Ja. Aber es gibt ja welche, die haben einfach noch bessere Qualität. Aber für mich persönlich spielt das keine Rolle. Wisst ihr? Soll ich eine Das finde ich ist okay, wenn er das sagt. Ne? So, mich bockt das nicht, wenn mein Schlauchadapter beim Ranschrauben ans Gewinde minimal wackelt, aber dann trotzdem fest und dicht ist. So, ja, okay. Kostet 3, 4, 5, 600 Euro, je nach... Die VUCA ist eine gute Pfeife, aber zu einem gewissen Maß Prestige und auch ein Kunstobjekt, könnte man halt sagen. Zu einem gewissen Maße bezahlst du dann halt fürs Design und sowas. Und natürlich auch fürs Holz, ne? Also Apples and Oranges so. Seine Vergleiche, nope, Digga. Seine Grundidee, ja. Modell? Ist sie besser als meine zum Beispiel? Nein, sie ist nicht besser. Aber sie sieht halt optisch besser aus. Ist halt die Marke einfach. Deswegen sind die teurer. Das heißt aber nicht, dass die teuren automatisch besser sind. Deswegen, wie gesagt, achtet drauf, dass es Edelstahl ist. Was aber ein wirklich wichtiger Punkt ist, sind die Köpfe. Ich empfehle euch einen Steinkopf, so wie ich das habe. Pfanne, bitte. 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 Er sagt das Richtige wieder. Der Kopf ist das Entscheidende. Der Kopf sollte gut sein. Hat dann aber keinen wirklich krassen Kopf. Wenn du Mehrloch-Kamin rauchen willst, ja. Der Apo, wahrscheinlich das Beste, was es dafür gibt. Setzt da einmal eine Pfanne und HMD nebendran und dann lost. Am besten vom KS. Könnt ihr nichts falsch machen. Holt euch dazu noch einen passenden Butcher und perfekt. Warum Steinkopf und keinen klassischen Tonkopf? Bei Tonkopf ist genau dasselbe Problem wie mit den Shisha damals.
Der Geschmack bleibt einfach haften. Wenn ihr länger mit Tonkopf raucht, dann werdet ihr merken, dass ihr sehr viel Nachgeschmack habt von Tabak, den ihr davor geraucht habt. Ich will immer noch jemanden im Blindvergleich haben, der zwei Köpfe Doppelapfel raucht. Einmal im Oblaco mit einer Smokebox drauf und einmal in einem ach so gut eingerauchten Traube-Minze-Kopf. Digga, jeder würde sagen, oh, der Kopf im Oblaco, der ist aber deutlich intensiver, ne? Weil der Tabak in den Köpfen haften bleibt, zumindest bei den Tonköpfen. Deswegen, wenn ihr Stein holt, wäscht ihr das ab und der Geschmack ist weg. Ihr könnt natürlich den Tonkopf auch auskochen. Das heißt, ihr nehmt einen Topf mit heißem Wasser, tut es auf dem Herd, tut es kochen quasi, den Topf kochen. So halbe Stunde bis eine Stunde und dann geht der Nachgeschmack weg. Aber ihr müsst bedenken, dass ihr danach irgendwann wieder den Kopf auskochen müsst. Bei Steinkopf habt ihr nicht das Problem. Wie gesagt, ihr wascht das einfach aus, ist aus Stein, ist sehr stabil, ist auch sehr einfach zu reinigen, habt ihr keine Probleme. Und für mich persönlich, meine persönliche Meinung, ich habe die besten Ergebnisse durch diesen Steinkopf gehabt. KS, könnt... Würde mich interessieren, ob er schon mal Funnel geraucht hat. Ja, ich glaube nicht. Ich würde sagen, nein, ja. Ich glaube auch nicht. Weil sonst würde er es nicht sagen. Ja. Ich würde auch andere Steinköpfe nehmen. Ihr braucht keine überteuerten Köpfe holen. Das ist alles Abzocke. Ich sage euch ehrlich, Geldmacher. Ihr könnt natürlich ausprobieren so. Aber ihr werdet keine großen Unterschiede erleben. Ist halt leider so. Die Leute versuchen... Also sorry, aber von Kopf zu Kopf kann es halt insane Unterschiede geben. Also, Digga, setz mal einen Oblaco L mit Lotus 1 Plus oder einen Huacai mit 1 Plus gegen einen Apo. Kann er mir nicht erzählen, dass er da keinen Unterschied schmeckt. Dann hat er entweder keine Ahnung oder er lügt. Ganz ehrlich, warum sind wir sonst auf Funnel umgestiegen? Ja, so viele. Oder so viele, auch Leute von den Zuschauern jetzt hier im Chat und so. Das ist krass. Ja. Mit der neuesten Technik, die sie haben, mit dem neuesten Design irgendwie mehr Geld zu machen, indem sie überteuerte Köpfe verkaufen. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr wollt im Endeffekt nur rauchen. Es ist egal, ob du jetzt den Lamborghini unter den Shisha-Köpfen hast. Du willst nur rauchen. Das sollte dir bewusst sein. Okay? Und dieser Kopf kostet, glaube ich, 20 Euro ungefähr. Kostet ein bisschen mehr als ein Tonkopf, aber trotzdem, ihr habt sehr lange was davon. Aber für 20 Euro hole ich mir doch lieber für 25, wenn ich noch 5 Euro drauflege, ein Oblaco oder... Sagen wir mal so, ein Apo mit Kamin kriegst du für 30 Euro. Ein Oblaco mit Smokebox kriegst du für 90 Euro. Ja, stimmt. Macht schon einen Unterschied. Aber mir ist es das persönlich wert. Ja, Funnel ist kein Hype, sondern einfach besser. Bin ich 100% bei dir, Digga. Den hier. Deswegen, ihr braucht nicht diese überteuerten Glasköpfe und was weiß ich. Ja gut, Glas bin ich auch raus. Sam. Dein Kopf für 20 Euro, passende Batsche. Am besten geht ihr aber in den Laden und probiert aus, ob der Batsche auch passt. Das ist sehr wichtig. Der Batsche darf nicht zu weit drin sein, aber auch nicht zu weit oben vom Kopf. Das stimmt, ja. Schaut, dass er perfekt passt. Bei den Steinköpfen ist der Nachteil nur, dass es sein kann, dass der Batsche irgendwann festklemmt und ihr den sehr schwer rausbekommt. Das ist der einzige Nachteil. Deswegen müsst ihr schauen, dass der Batsche wirklich gut drauf liegt auf der Shisha, sag ich mal, auf dem Kopf. Gut, jetzt haben wir schon mal die Pfeife gehabt und wir haben die Köpfe gehabt. Was ist noch wichtig? Der Tabak natürlich. Der Tabak ist das A und O. Wenn der Tabak scheiße ist, dann ist die ganze Shisha scheiße. Versteht ihr? Jetzt ist schwierig zu sagen, wie man erkennt, ob der Tabak gut ist. Ich empfehle euch dazu, Empfehlungen anzuschauen. Wobei Empfehlungen nicht immer was aussagen. Manche bekommen halt die Tabaks quasi zugeschickt, sag ich mal. Und die sagen natürlich was Gutes, weil sie den Tabak zugeschickt bekommen, kostenlos. Die wollen jetzt auch keine Anzeige oder sowas. Erstmal Folgendes. Als Reviewer bist du immer der Arsch. Sagst du was Positives über den Tabak, bist du gekauft von der Tabakfirma. Sagst du was Negatives über den Tabak, bist du gekauft von der anderen Firma. Sagst du gar nichts über den Tabak, hast du den Tabak. Ich sag euch die Wahrheit. Würde ich euch nicht die Wahrheit sagen, würdet ihr das beim zweiten, dritten, vierten Video merken und dann wärt ihr eh weg. Würde ich das bei jemandem merken, würde ich das ja auch nicht weiter gucken. Wenn ich für ein Video bezahlt werde, was übrigens bei Tabak niemals der Fall ist, dann werde ich dafür bezahlt, das Video zu machen. Nicht, was ich in dem Video sage. Und dann steht auch immer oben in der Ecke, nee, in der Ecke würde das dann in dem Fall stehen, Werbung. Mit einer Erklärung in der Infobox, warum da Werbung steht. Und Leute, mittlerweile ist es mein Job. Ich nehme manchmal Geld dafür, dass ich ein Video mache. Aber dann ist das so, dass mir Mark XY schreibt, hey, wir haben eine neue Pfeife, möchtest du die testen? Dann sage ich, okay, schick mir gerne die Pfeife, ich gucke sie mir an. Wenn ich sie mag und sie meiner Community vorstellen möchte, dann können wir über den Rest reden. Wenn ich die nicht mag und euch nicht zeigen will, dann kann er mir die entweder überlassen oder ich schicke die ihm zurück oder wie auch immer, ist mir dann egal, weil es eh nicht gut.
Und dann zeige ich es dir euch auch nicht. Ich drehe das Video mit meiner Meinung. Ich rede nicht mit denen darüber. Die haben keinerlei Mitbestimmungsrecht, worüber ich in dem Video rede, was ich sage, wie ich sage. Nichts. Die sehen das Video mit euch zum ersten Mal. Und entweder die machen mit oder die machen nicht mit. So ist das bei mir. Kleine Anzeige oder Klage. Real Talk Ende. riskieren. Ne, weil die gibt's wirklich ein paar schwarze Schafe, sag ich mal, in der Shisha-Szene. Sobald du was Negatives über die sagst, schicken sie dir einfach mal eine Mahnung oder eine Anzeige raus. Ja, nur weil du deine Meinung. Deswegen gibt's Marken, da werdet ihr niemals bei mir was von sehen. Geäußert hast, aber das ist natürlich auch geschäftsschädigend, sag ich mal, obwohl das halt deine Meinung ist. Ja, so ist das leider. Aber ich hab seit Jahren immer meine ehrliche Meinung gesagt. Das habe ich auch damals schon gesagt. Ich werde meine ehrliche Meinung sagen und nicht irgendwie manipuliert. Irgendwelche Meinungen fälschen, nur damit sich irgendwas besser verkauft. Ja, wie gesagt, bei Tabak schwer zu sagen. Ich war immer mit der Marke Genie sehr zufrieden. Genie hat mich nie enttäuscht. Ich weiß, da gibt es auch immer ein bisschen Kritik und so, aber ich war immer zufrieden. Almassiva kann ich euch auch empfehlen. Fast alle Sorten gut. Ansonsten Aqua Manta kann ich euch empfehlen. Gute Marke. Chaos sogar auch noch gut. Chaos kann ich mich auch nicht beschweren. Bis auf ein paar Sorten, die machen immer Probleme. Die Marken, von meiner Meinung her, könnt ihr rauchen. Social Smoke sowieso, braucht man nichts sagen. Würden jetzt zum Beispiel für mich schon Marken wie Holster, Nameless. Bei Somo hatte halt vorher shit tons of Flavor. Yes. So, und obviously waren bei 30 Flavor auch 10 dabei, die mir nicht geschmeckt haben. Same. Aber auf der anderen Seite halt auch 20 Flavor, die mir geschmeckt haben. Just saying, gibt auch Marken, die er gerade nicht genannt hat, die ich extrem feier. Die könnt ihr ruhig rauchen. Wenn ihr noch Minz und Menthol haben wollt, empfehle ich euch was. Ich habe einen Geheimtipp hier, Leute. Das ist jetzt keine Werbung. Das ist keine Werbung, das ist von Holster, der Booster. Das ist nur Minze pur. Das ist Minze pur, da müsst ihr ganz wenig auf euer Tabak tun und ihr habt dasselbe Erlebnis wie. Theoretisch ist es weder Minze und Menthol, sondern Frische. Mit irgendeinem neuen Whatever. Damals, wo Minze und Menthol nicht verboten war. Genau dasselbe Erlebnis. Deswegen, ich empfehle euch das. Meine Empfehlung ist von der Marke Holster. Übrigens Holster auch, sehr gute Marke. Okay. Bis auf wenige Sorten haben die mich fast nie enttäuscht. So, die kann ich euch auch empfehlen. Aber wie gesagt, Tabak immer auf eigene Verantwortung, müsst ihr selber mal rumprobieren. Ihr könnt euch wie gesagt Videos anschauen, so. Es gibt gute Tabak und es gibt schlechte Tabak. Es gibt gute Produktion und schlechte Produktion. Es kann sein, dass der Tabak an sich gut ist, aber ihr habt eine scheiß Produktion erwischt, wo bei euch dann zufällig der Tabak... Word. Sowohl Kohle als auch Tabak sind immer Naturprodukte. Wenn irgendwo mal Kokosnussschalen draußen rumlagen und da regnet es ein bisschen drauf, kann es sein, dass die Kohle mal ausgeht. Ist bei Black Coco passiert, bei One Nation passiert, bei Tom passiert und mit Sicherheit bei vielen, vielen, vielen weiteren Kohlemarken ebenfalls. Tabak. Es gibt Tabakmarken wie zum Beispiel Must Have, die 7 verschiedene Birdie-Sorten aus 7 verschiedenen Ländern importieren. Da ist es unwahrscheinlicher, weil es ein Blend ist. Das ist genauso wie bei Whisky. Whisky wird auch in der Regel, wenn es kein Single Barrel ist oder besondere Whiskys, ist das immer ein Blend. Es gibt verschiedene Jahrgänge aus ganz vielen verschiedenen Fässern und wenn da mal ein Fass dabei war, was nicht so nice war, dann ist das Endprodukt trotzdem noch nice. So wahrscheinlich auch bei Must Have. Es gibt aber auch Tabakmarken, die beziehen ihren Tabak aus einer Quelle. Wenn der mal nass war oder ein paar Sachen verschimmelt waren oder zu lang rumlag oder nicht richtig gelagert wurde, dann kann das auch mal vorkommen, dass da eine schlechte Produktion rauskommt. Das kennt jeder so. Jeder hatte schon mal den Tabak, von dem er sich 10 Dosen geholt hat und er hat ihn übertrieben geliebt und dann holt er sich die 11. Dose und kriegt einen Kotzreiz beim Anrauchen. Ja, es ist ein Naturprodukt so. Natürlich ist es kacke, wenn du 17 Euro für eine Dose ausgibst und dann ist sie nicht nice. Ist halt so. Das kommt halt leider vor, so, dass ihr manchmal eine Scheißproduktion erwischt. Ihr holt, sagen wir, immer denselben Tabak und einmal ist der dann scheiße. Ist halt leider so. Gehört dazu. Ja, Tabak sehr wichtig. Genau, das waren die 3 Punkte. Also Shisha. Ich fand den Cut gerade so. Er erzählt so bla bla bla. Tabak sehr wichtig. Cut. Ja, das war's. Tabak sehr wichtig. Molassefänger kann ich euch empfehlen. Dann bleibt die Molasse hier drin und läuft nicht ins Wasser. Ja. Das Wasser bleibt schön sauber. Kann man machen, fühle ich nicht. Ich finde, das sieht einfach nicht so geil aus. Aber wenn es euch gefällt, ja, Effekt, ja, ist auch nice. Kannst du auch so einen Aufsteckmolassefänger holen, wenn du jetzt sowas Feuchtes, wie ich vorhin mit Must Have, kannst du hier so einen Molassefänger draufpacken. Gibt auch für viele Pfeifen ein,
der schon integriert ist im Kopfadapter. Für die Alpha gibt es einen, für die Mose gibt es welche, für Konzeptik gibt es welche. Blade. Und dann Blade gibt es auch welche. Blade sind die Aufsteckdinger. Integriert schon. Integriert ist, auch? Der okay. Kopfadapter ist ein Molassfänger. Ah, na, perfekt. Ne, dann habt ihr das auch, aber nicht so ein komisches Glasding dazwischen drin. Fühle ich nicht so. Wenn ihr es feiert, go for it. So, das ist Geschmackssache. Was ihr am Ende holt, ist euch selber überlassen. Wie gesagt, ich hab jetzt... Vor 4 Jahren habe ich Videos gemacht. Habe vor den Videos auch schon ein paar Jahre geraucht. Also ich hab schon viel Ahnung, kann man sagen. Vorsichtig. Ja. Grundidee vom Video nach wie vor ist nicht schlecht. Aber sagen wir mal so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du gute Anfängervideos? Ich würde nicht dieses Video schicken. Burak, falls du das irgendwann siehst, Digga, gute Grundidee, Umsetzung, hier und da so ein bisschen gehapert. Ich würde sogar feiern, schade, dass Burak nicht am Start ist, aber ich hätte jetzt gerne seine Kommentare zu unseren Kommentaren tatsächlich. Also eine Re-Reaction sozusagen. Aber ja, das geht dann halt nicht immer. Ne? Kann ja nicht jeder am Start sein. Ne? Damals war es für mich so, okay, je teurer, umso besser. Ich hatte glaube ich, ein Setup von 300 oder 400 Euro sowas. Nur für Shisha. Und ich dachte, okay, je geiler, je teurer, umso besser, aber nein. Ich bin top zufrieden, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe die Shisha, glaube ich, jetzt auch schon ein Jahr oder so fast. Wie gesagt, der Kopf ist wichtig, der Tabak ist sehr wichtig. Gut, ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten, was die beste Shisha ist. Wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es das nicht, aber man kann bestimmte Sachen einhalten, um ein sehr gutes Raucherlebnis zu haben. Das war's von mir. Haut rein, euer Burak Angelov. Also auf jeden Fall ein durchwachsenes Video, würde ich sagen. Kontrovers, wenn wir das so ausdrücken können. Sehr.